Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. In der letzten Folge wurde nun wirklich... Wow. Protokoll 10 begonnen. Wir springen mal ins Wasser, um hier zu flüchten. Wow, lass mich mal in Ruhe. So, genau, das ist nämlich Protokoll 10. Außerdem auch das... Gotham mit... Bomben, beziehungsweise Arkham City mit Bomben, wow. Bombardiert wird. Ich kann gerade nicht so gut reden. Ich habe mich hier jetzt zu Bane gegeben. Begeben. Ja, Banes Versteck. Haben Ziel markiert. Ich wiederhole, wir konnten Batman lokalisieren. Nix konntet ihr. Und ich gehe dann da mal rein und will dann nämlich weiter labern, bevor hier noch ich irgendwie tot gehe oder so. Also, ja, ich habe mich jetzt erkundigt zu diesem Catwoman-Ending, dass dann wäre die einfach aus dieser Tür rausgegangen, noch ein bisschen weiter gelaufen. Also dann wäre die wirklich in Gotham City gewesen und nicht in Arkham City. Und ja, dann wäre das Spiel einfach irgendwie vorbei gewesen oder so. Das ging da aber, da steht jetzt Bane. Okay, also will ich vorher nochmal kurz was sagen, obwohl, warum drücke ich auf Pause, ich kann doch so labern. Ja, das Catwoman-Ending... Wäre einfach dann kämen einfach die Credits, wirklich. Ich weiß nicht, was danach passiert wäre, aber naja, also ich habe es jetzt auf YouTube nachgeguckt. Wenn ich es wirklich mal nachspielen sollte, kann ich es euch ja sagen, aber das wird noch ein bisschen dauern auf jeden Fall. Ich habe auch schon gedacht, so wir wären im letzten Drittel, also jetzt spätestens. Dann habe ich so gesehen, nö. 41% habe ich nur insgesamt, aber ich habe ja überhaupt keine Riddler-Rätsel und so eingesammelt, also was heißt überhaupt keine, aber... Also nicht so viel, als wenn ich das jetzt so für mich spielen würde und als wenn ich kein Let's Play machen würde. Wir haben nämlich bei der Story insgesamt schon wirklich 76%, also doch schon das letzte Drittel erreicht. Also wird es auch wohl langsam zum Ende kommen, dieses Let's Play. Ich werde dazu auch einen Test, beziehungsweise habe ich bestimmt jetzt schon einen Test auf GameInix TV dazu gemacht. Ich versuch's aber bisher fertig zu spielen, damit ich ja noch wirklich alles über das Spiel kenne und so, damit der Test auch wirklich gut wird. Ich habe die Behälter zerstört, Bane. Gut, dann... Auf den Boden, Gefangener! Los! Hilf mir, Batman! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Marionetten das Titan stehlen! What the fuck? Das habe ich im Trailer gesehen, das wird so geil. Jetzt kämpfe ich mit Bane, ey. Oh, der kann mich aber irgendwie auch treffen. Was sehr so optimal ist, aber hey. Gegen Tiger machen, ey. Hä, wer hat jetzt Titan? Haben die, wollen die uns jetzt überfallen, um irgendwie Titan zu bekommen oder so? Was ist das überhaupt für ein Schlagstock? Titan gehört mir. Naja, das Titan gehört mir. Ach, Bane will Bane jetzt das ganze Titan haben oder nicht? Egal, wir verprügeln erstmal die ganzen Typen hier. Die sind ja für uns und Bane zusammen. Also für uns alleine wären die ja sowieso schon kein Problem gewesen. Oder für Bane alleine, aber für uns beide zusammen sind sie ja jetzt recht nix. Der rennt da einfach durch, kein Ding. Schick dich in Einzelfallen zu deinem Herrn zurück! Yeah! So, zack! Bane besiegt niemand! Nein! Ah, scheiße! Egal, hätte eine gute Kombo werden können, ne? Euch nehme ich auseinander! Ach, verdammt! Da drücke ich auf 3 anstatt auf E. Wow, Bane, was soll das? Ich drücke wieder auf 3 anstatt auf E. Aber dafür habe ich jetzt noch eine Riddler-Herausforderung bekommen. Cool. Oh, warum lag's gerade? Wahrscheinlich irgendwie zu viel Scheiß hier. So, der wird noch von Bane erledigt oder auch nicht. Der eine rennt zum anderen und ich springe auf dem anderen. Sag grad komisch aus, ich bin durch ihn gesprungen. Ich habe meine vernichtet. Ich nehme an, du hast das auch getan. Ja, das könnte man sagen. Titan ist zu mächtig, um meinen Gegnern in die Hände zu fallen. Ach, jetzt auf einmal heißt es, ich brauche es für mich. Jetzt sei so nett und stirb! Ah! Nein! Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Bane. Daher habe ich dich benutzt. Was? Ganz einfach. Du hast das restliche Titan gefunden. Jetzt kann ich es zerstören. Halt! Der ist auch so dumm.
Okay, die anderen 6 Tanks. Ich wollte zuerst schon Tanke sagen. Kann ich jetzt auch einfach rausgehen? Nö, lassen wir bei ihnen einfach das Titan ein, okay. Ja, also diesen Kampf eben habe ich auch kurz in einem Trailer gesehen schon. Daher konnte ich mir auch denken, dass das jetzt passieren wird. Bringen 2 Explosiv-Gills in der Mitte schon die Zerstörung von denen. Ich glaube, wenn einer zerstört, zerstört er auch die anderen, die neben ihm sind. Ja. Bane ausgeschaltet, Fallaktiv. Kaputte Spielzeuge. Yeah, Charaktertrophäe freigeschaltet. Bane. Tja, ja. Er dachte, er könnte uns benutzen und dabei haben wir ihn benutzt. Naja, Bane. Mucki ist aber nichts im Kopf. Ja, ja, so sind sie alle. Na, jetzt. Okay, ja. Catwoman. Ich glaube, mit der spielen wir nochmal. Habe ich auch schon mal im Trailer gesehen. Also, obwohl. Also hier haben wir ja fast alles. Das will ich eigentlich nicht machen. Da, das mache ich wahrscheinlich eines als der letzten. Dieses Verschrotten. Ausrüstung will ich auch nicht machen. Schallschock, Batarang. Den könnte ich machen. Jo. Wollte ich ja sowieso auch machen, aber habe ich voll vergessen. Naja. Kann man ja alles nachholen. So. Okay, also haben wir die Nebenmission auch mal wieder geschafft. Okay. Und eine Ladezeit. Also, bis gleich. Nein, doch nicht. Okay. Irgendwie, wenn wir immer rauskommen aus Arkham City, dauert das nicht so lange. Gehen wir erstmal da oben hin. Hoffentlich sieht uns da kein Hubschrauber oder so. Ey, da ist noch ein Ballon. Insassen wurden neutralisiert. Ich finde die Stimmung auch jetzt voll cool gemacht. So, also alle Insassen sind entweder tot oder ich habe da vorne ein paar so rumliegen gesehen. So winselnd. Die haben es noch gerade. Sie haben noch gerade so überlebt und so. Und das können wir doch jetzt auch hacken, oder? Ich glaube schon. Und dann kam ich da so an und so, nein, bitte, bitte, schlag mich nicht und so. Das war so geil. Naja, okay. Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Ja, was geht ab? Warum ist es so rot? Ist es schwerer? Sicherheitsstufe schon hart, aber Aufklärung und. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahlen in Sektor 1 bei 200. Ah, das sind so die Riddler-Karten aus Arkham Asylum, aber für die Kameras und so. Okay. In einem Sektor habe ich ja schon alle Kameras. Ziel wurde getroffen. Zerstört. Hier gibt's aber noch ein paar. Okay, hier können wir auch wahrscheinlich noch hacken. Ich gehe jetzt mal dahin. Ich habe vielleicht es geschafft. Noras Spur bis ja, in passt schon. Bereich zu. Vielleicht sind die Insassen da ja jetzt auch weg, die diese Tür bewacht haben. Also ihr wisst ja, was passiert ist da. Mehrere Insassen gefallen. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie da reinkommen. Und wenn nicht, dann mache ich einfach mit der Hauptstory weiter. Ist ja kein Ding. Ich habe hier genug zu tun. Ich bin Batman. Okay. Ziel wurde getroffen. Ist ja so ein Erfolg, dass man lange gleitet. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Hätte ich diesen Trick angewendet, den Ra's al Ghul mir gezeigt hat mit diesem Herabstoß und der mir auch gerade angezeigt wurde. Hätte ich vielleicht geschafft, aber nein. Können wir uns nicht auch hier ran irgendwie hängen? Ey, flieg mich mal. Oh scheiße. Jetzt haben wir mich aber gesehen. Nö, nö. Tschüss. Wo ist denn? Da drüben. Oh. Ja, hier sind ein paar Insassen. Batman aus den Augen verloren. So, lass mich mal rein. Ziel markiert. Ich wiederhole, wir wollen Batman lokalisieren. Au, au. Rauchbombe abwerfen. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Irgendwie komme ich da immer noch nicht ran, wie es aussieht. Kann ich den nicht irgendwie runterholen oder so? Irgendwie so abstürzen lassen, hacken, keine Ahnung. Nö. Naja. Egal, dann macht er halt weiter mit seinem Zerstörungswahn, okay. Echt, ey, warum kann ich da immer noch nicht rein? Das ist ja voll der Beschiss. Tür verschlossen. Hm. Naja, wie gesagt, machen wir halt dann mit der Story weiter. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt, was jetzt besser ist. Dieses Sniper? Oder dass die Hubschrauber auf jetzt. Es jetzt auf mich abgesehen haben. Wow. Apropos Hubschrauber. Ach, da war sehr versteckt gerade. Apropos Hubschrauber. Einer hat mich gerade wieder entdeckt. Ja, ein Gebiet laden. So, okay, dann markieren wir mal wieder die Hauptmission.
Mal gucken, ob das die letzte Mission wird. Ich weiß es nämlich nicht. Sieht vielleicht so aus, verschaffen die so ganze Monitor. Warum ist es so grün hinterlegt? Keine Ahnung, vielleicht soll ich. Ist es jetzt gerade angesagt so. Oder das Hauptziel oder irgendwas. Ich habe keinen Plan. Kein Sichtkontakt zu Batman. Ah, die haben das auch cool gemacht. Ich will immer in den Detektivmodus, aber dann ist dieses Radar sozusagen da oben aus und. Ja, dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Damit ich auch schön viel von dieser schönen Umgebung hier sehe. Also es war jetzt nicht sarkastisch gemeint, auch wenn es sich so angehört hat. Naja. Ja, ja, Riddler. Im Spiel Plus werde ich dich schon noch kriegen, alle deine Rätsel knacken und so. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht erleben, obwohl ich könnte es aufnehmen. Aber das wird dann sehr dauern. Im Februar muss ich auch nochmal mit Kalendermann und so reden, merke ich gerade. Wow. Bin ich hier schon bei der Markierung oder? Nein. Wo ist denn die Fledermaus? Ach, da drüben, okay. Im Februar muss ich ja auch irgendwie mit... Wow! Da sind ja doch noch ein paar Insassen, oder sind das Tigerwachen? Ich glaube, es sind Tigerwachen. Ach, die können doch nichts. Oh, da ist Stacheldraht. Das ist natürlich nicht so toll. So, auch wenn der mich jetzt sieht... Mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Ey, komm her! Bam! So, okay. Weiß nicht so schlau, aber... Naja. Da oben hängt einfach so eine Mittler-Trophäe. Wie hat er die da befestigt, ey? Na, Schleichwerbung hier, Patafix und so. Nein. Ja, ja, hier kamen wir auch mal rein. Oh, ich will noch mal kurz hier die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Yeah. Ziel wurde getroffen. Echte, hier kamen wir raus und Hugo Strange hatte recht. It will end where it began. Das stimmt nämlich, hier hat es angefangen, hier wird es enden. Ziele neutralisiert. Im Wonder Tower. Soll ich ihn da hängen lassen oder soll ich den runter mit meinem Batarang runter schleudern? Nö. Also das Seil durchkappen. Nö, nö, so fies bin ich noch nicht. Schlaukopf. Yeah! Okay. Okay, okay, okay. Protokoll 10, du wirst nun gestoppt. 20 Insassen streichen. Bumm! Okay, Arkham City ist mal wieder reicht noch berühmt, bla bla bla. Wow. Wahrscheinlich von der anderen Seite oder so. Wenigstens gehst du ganz auf. Okay, da unten sind ein paar. Vielleicht sind das neue Insassen, aber warum sollten neue Insassen da sein? Nö, ich muss anscheinend hier runter, wie es aussieht. Okay. Ich habe keinen Plan, vielleicht von der anderen Seite irgendwie diesen Punkt des Fragezeichens sehen, aber jetzt gerade scheint es wohl nicht zu gehen. Ich kann ja auch nicht hoch, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich erst später oder so. Naja, okay, gehen wir durch die Tür und stellen uns diesen Schurken. Du musst das nicht tun! Drei entflohene neuen Insassen. Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnelsystem. Ausgezeichnete Arbeit. Diese Tigerwachen haben Betäubungsspecke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. In den Tötungsbereich schicken könnt. Ja, das kennen wir auch aus Arkham Asylum. Nur wurden sie damals sehr... Also auf jeden Fall viel früher als sonst eingeleitet, keine Ahnung, vorgestellt. Wehr dich! Also weiß ich schon, wie sie ungefähr so gehen. Nein, bitte, das ist nicht nötig. Obwohl von denen angreifen muss ich sie eigentlich nicht. Ich musste immer nur so ausweichen, so komisch. Wegen diesem Schlagstock, aber naja. Mal gucken, wie es diesmal ist, obwohl sie haben gar keine Chance dazu, hier irgendwas zu machen, weil ich... die einfach schon vorher ausschalte und zwar super cool so. Pum, obwohl der ist gar nicht ausgeschaltet.